Und das Wort hat Konstantin mit einer Wutrede. Mal sehen. Wütend bin ich ganz oft. Mein Freund Woiner, wir haben schon einige Veranstaltungen gemeinsam so. Ich denke an Wien, ich denke an Berlin, ich denke an Halle. In Leipzig, in Erfurt bei uns warst du auch schon. Und ich habe dieses Lied, Was ist los in diesem Land, schon öfters von ihm gehört. Und ja, Woiner ist oft auf meine Reden eingegangen mit seinen Liedern. Und jetzt gehe ich mal auf sein letztes Lied mit meiner Rede ein. Denn Was ist los in diesem Land? Das ist sehr, sehr, sehr seltsam, wenn ich mich umschaue. Ich war jetzt in Wien, ich war in Bremerhaven, ich war in Leipzig, ich war in Berlin, ich war in Halle. Ich habe in Erfurt die Montagsdemos mit durchgeführt und egal in welche Stadt in diesem Land ich fahre, es sieht immer alles langsam gleich aus. Es sind dieselben Bäckerketten, es sind dieselben Klamottenläden, es ist überall McDonald's, jeder Burger schmeckt gleich, überall ist Coca-Cola, überall ist dieser Konsumwahnsinn. Und die Innenstädte gleichen sich immer mehr. Wo sind denn die Handwerker und so weiter in den Innenstädten hin? Wo sind die kleinen Unternehmen hin? Und was passiert? Es werden riesige Konsumtempel hochgezogen. Immer wieder, um uns zu blenden. Und es ist nachgewiesen, dass dieser Konsum einen nicht glücklich macht. Ich habe nichts gegen Konsum. Jeder Mensch muss konsumieren. Man muss essen, man muss leben, man soll auch schön leben. Aber es gibt Grenzen dieses Konsums. Und wenn ich dann höre, dass ein Warren Buffett oder auf Seite 1 in der Bild-Zeitung der reichste Deutsche gezeigt wird mit einem breiten Lächeln, hey, dann kriege ich das Kotzen, ja? Diese Leute sind Verbrecher und so muss man mit ihnen umgehen, ja? Es ist nicht normal. Ich komme aus Thüringen. Da lachen wir über den Mindestlohn, weil das ist genau das, was wir schon seit 20 Jahren verdienen, ja? Für eine 40-Stunden-Woche. Und dann soll man mir sagen, wie hat es der dicke Helmut, der Koloss von Ockersheim mal gesagt, wir sollten den Gürtel enger schnallen. Ja, wo soll denn die breite Bevölkerung heutzutage noch den Gürtel enger schnallen? Die Zeitarbeitsfirmen und so weiter, das sprießt aus dem Boden. In Erfurt kann ich es nur sagen, es werden immer mehr Luxusfahrzeuge auf der Straße. Das sind ja Dinge, die sehen wir jeden Tag. Porsche, Maserati, das wird immer mehr, immer mehr. Und dieses sind Werte, die von der Gesellschaft erarbeitet werden. Aber diese Werte gehören nicht der Gesellschaft und den Menschen, sondern einigen ganz wenigen. Und ich bin auch kein Mensch, der sagt, ich bin gegen Kapitalismus. Ja? Es ist eine funktionierende Form. Ich sage zum Beispiel Ludwig Erhard. Eine soziale Marktwirtschaft, da müssen wir wieder hin. Aber wenn eine Partei wie die SPD Hartz IV und Leiharbeitsgesetze durchboxt, dann kann man nicht mehr von einer Arbeiterpartei sprechen. Und die Arbeiterverräter! Ja, das ist so. Oder die Grünen, die mal angetreten sind als Antikriegspartei, die stimmen jetzt bei jedem Kriegseinsatz als geschlossene Fraktion dagegen. Und wenn einer Ströbele mal sein Maul aufmacht, dann nehmen sie ihm seinen Listenplatz weg. Was hat er gemacht? Er hat ein Direktmandat erworben. Das finde ich schön und Direktmandate, das ist... Eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Volksvertreter dich auch vertreten. Das heißt, dass du an sie rankommst und dass sie für dich arbeiten. Das ist noch nie, seit ich politisch denken kann, in diesem Land jemals so gewesen. Ne? Ist noch niemals mir aufgefallen, dass ein Herr Carsten Schneider, SPD-Abgeordneter in Erfurt, irgendeine Entscheidung getroffen hätte, die einem Erfurter Bürger geholfen hat. Nein, da wird gestimmt. Bei der Trinkwasserverordnung im Bundestag, da enthält dieser Mann sich der Stimme, ja? Und dann wird es an Nestle verkauft. Und wir sehen doch überall, dass dieser Konsum und diese Entdemokratisierung unserer Gesellschaft diese Gesellschaft spaltet und sie zerstört. Und wir müssen als Gesellschaft wieder anfangen, wieder gemeinsam zu handeln, uns die Hände zu reichen, so wie wir das mit dem PNC tun, so wie wir das mit den Leuten im Donbass tun. Es gibt Grenzen nur in Köpfen. Und mit diesem ganzen Konsum, mit dem, was dir vorgelebt wird von RTL 2 und dem Ganzen, wird dir suggeriert, dass es etwas gibt, dem du hinterherrennen sollst. Das ist aber absoluter Schwachsinn. Denn Konsum macht dich nicht glücklich.
Ist die neue DVD oder Stereoanlage, die du da kaufst, ändert das irgendetwas in deinem Leben? Ist ein neues Auto, ändert das was in deinem Leben? Nein, gar nichts. Und auch dieses Glücksgefühl, was manche Menschen dann beim Shoppen haben, das ist sofort wieder weg. Ja? Das heißt, dieser Fokus in dieser Gesellschaft muss geändert werden. Wir müssen wieder auf Menschen gucken und nicht auf Dinge. Denn man ist nicht, was man trägt. Ja? Man ist das, was man tut, handelt. Und ja, ich bin auch schon relativ heiser und auch schon sehr angestrengt heute. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es schon an vielen Orten gesagt. Genau mit dem Konsum könnt ihr viel, viel mehr verändern, als mit so einem dummen Zettel, wo ihr ein Kreuz drauf macht. Denn es ist ein Kassenzettel, ist ein Vertrag, den ihr abschließt. Und mit dem Konsum, den ihr selbst bestimmt, ihr entscheidet, was ihr kauft, ihr entscheidet, was ihr tragt, ihr entscheidet vor allem, was ihr wegwerft. Wenn da jeder anfängt, bei sich vor der eigenen Haustür zu kehren, dann haben wir schon eine Menge geschafft. Und dann haben wir das Problem mit verbrennten Fabrikarbeitern in Bangladesch und so weiter, haben wir nicht. Und noch eins möchte ich sagen, was mich sehr, sehr aufregt an dieser medialen und... Der 7. Januar ist uns allen im Gedächtnis mit den Bildern aus Paris. Ich möchte nur noch eins anmerken, ich bin im Jemen aufgewachsen, weil meine Eltern da Entwicklungshilfe geleistet haben. Am 7. Januar sind im Jemen, einem Land, das ich auch durchaus als einen Teil meiner Heimat bezeichne, 37 Menschen durch eine US-Drohne getötet worden, die von deutschem Boden gesteuert wurde. Ja, da spricht kein Mensch drüber. Und da müssen wir ansetzen. Amis raus aus diesem Land, diese Army muss hier weg. Deutschland raus aus der NATO. Fairer Welthandel. Das sind Dinge, die wir ändern können. Wir können die Welt nicht auch morgen zu einem riesengroßen Ponyhof machen, aber wir können es wenigstens probieren bei uns vor der Tür. Und das liegt an jedem von euch selbst. Dankeschön. Er hat das gerade sehr richtig gesagt. Wir haben auch eine Macht als Volk. Und zwar das, was wir einkaufen. Damit können wir bestimmen, welche Firma Profite macht oder welche Firma pleite geht. Und eine, ich will sagen, satanische Firma möchte ich hier auf jeden Fall mal anprangern. Das ist Nestlé. Das ist dieser Schweizer Lebensmittelkonzern oder Füllmittelkonzern, der den Markt schon sehr, sehr lange mit seinen giftigen Lebensmitteln überschwemmt. Aber jetzt haben sie das Wasser in Afrika aufgekauft, die Rechte an dem Wasser in Afrika. Und wo die Afrikaner eh schon nicht genug Wasser haben, beziehungsweise nicht genug sauberes Trinkwasser haben, sondern eher dreckiges Brackwasser, was sie krank macht und die Kinder tötet. Dieses Wasser nennen sie dann dreisterweise auch noch Pure Life. Ich werde darüber nicht fertig. Ich könnte kotzen, wenn ich darüber nachdenke. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das muss gestoppt werden. Wasser, Luft, die Sonne, das ist alles Gott gegeben. Oder von mir aus Natur gegeben. Das gehört dem Menschen. Und das zeigt uns mal unseren Stand hier auf diesem Planeten auf. Wir sind freie Wesen. Aber sind wir das wirklich? Fühlt ihr euch frei? Wer fühlt sich denn heute noch frei? Das war vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten anders. Da waren die Ketten um unsere Hälse noch nicht so straff angezogen. Aber jetzt muss es doch jedem Deppen aufgehen, dass wir nicht frei sind, sondern dass wir Sklaven sind. Dass wir Sklaven sind in diesem Neofeudalismus. Und dass die heutigen Könige und Fürsten und Barone der Geldadel ist. Dass das die Banken, die Konzerne sind, die längst schon über uns herrschen. Denn unsere Politiker haben nichts zu sagen. Es sind Marionetten. Es sind Handpuppen. Und es stellt sich immer nur die Frage, wessen Hand hat Frau Merkel im Arsch? Wessen Hand hat Steinmeier im Arsch? Das müssen wir uns fragen. Und da müssen wir rangehen. Diese Menschen, beziehungsweise diese kleine Elite, die muss entmachtet werden. Und da haben wir die Macht dazu, indem wir entscheiden, was wir kaufen und welche Firmen wir abstrafen.